Heidi-ho, ihr kleinen Boxenliebhaber. Guckt mal, was ich hier habe. Ich habe eine Kiste in Inside. Und ich bin's, Jack. Ja. Von Jack in the Game. So. Ich glaube, ich weiß, warum da eine Schräge ist. Okay, das ist nicht das gewesen, was ich gedacht habe. Ja! Da ist mein Liebling. Da habe ich schon irgendwie, dass es kurios wäre, dass ich Leiter und dem Teil hoch soll. Okay. Und für das jetzt? Oh, okay. Kapische, 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 kapische. Ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert, wofür ich es brauche. Also. Raufspringen. Ziehen. Ist es oben? Bam. Zumachen. So. Dann nach unten über den Tank durch nach oben. Schuppdubdi. Im Raum mit der komischen Mindfuck-Situation. Wo das Wasser an der Decke war. Aber nicht am Boden. Irgendwie so. Munkelt man sich. So. Warum ist der Wester nicht aufgefallen? So, warte mal. Was ist das denn überhaupt? Sind das jetzt Körper oder? Scheint so, oder? Leichen? Ich habe so was von null Ahnung, was hier gerade vor sich geht. Ganz ehrlich, ich weiß wirklich nicht, was hier vor sich geht. Das ist komisch. Als würde ich falsch herumstehen im Raum. Nee. Also damit komme ich damit hoch. Oh, oh, ja, 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 ich glaube, ich weiß wie. Was zum Teufel ist das? Warte mal ganz kurz. Die Würmer aus den Dingen sind das. Aus der Farm. Dann noch die Körper. Gedankenkontrollhelme. Okay, ich glaube, ich weiß so lange, worum es geht. Anscheinend werden Menschen kontrolliert. Durch Würmer im Kopf. Weil die Leichen zumindest? Irgendwie so, ne? Kann ich jetzt da durch? Nee, kann ich nicht. Oh, warte mal, ist gleich auf der anderen Seite hoch. Muss ja irgendwie so zusammenhängen, oder? Kontrollierende Firma. Das erklärt auch, warum wir mit diesem Gerät die Menschen kontrollieren könnten. Oder diese komischen, ich weiß nicht, Menschen, aber Wesen. Geht es hier um Bevölkerungskontrolle vielleicht? Muss es doch, oder?
Keine Ahnung. Es ist interessant. Auch ein bisschen verwirrend. Okay. Es ist kein Sound dabei, das ist gerade das Unheimliche. Es ist wirklich Totenstille. Ich rate mal, ist ganz blöd. Da liegt irgendwas im Raum, was ich mitnehmen muss. Wie zum Beispiel ein Haufen Menschen. Ja, dachte ich mir, die Kiste garantiert. Sonst würde es keinen Sinn ergeben. Das hätte sonst gar keinen Sinn ergeben dann. Das ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, spielt wie geil. Das ist geil geskriptet gerade. Warum sie aber ihre Kinder da mitnehmen, kapiere ich immer noch nicht. Boah, das ist Gänsehaut pur gerade. Oh. Ich krieg schon irgendwie leicht Nippelchen. So. Und dann was auch runter. Ja, ich glaube, jetzt habe ich irgendwie so einen Sinn dahinter. Wow. So. Jetzt nur die goldene Mitte. Das wäre die jetzt hier. Da drauf. Da drauf. Und schwimmen die, 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 schwimmen die. Das bestanden. Jetzt kapiere ich, warum wir es gehört haben. Der Kamerawinkel. Für uns sah wir haben nichts gehört, weil der Winkel, die Atmosphäre so war, als würden wir uns selbst zusehen dabei. Wie ein Test. Sind das Bienen? Das sind bestimmt Bienen. Immer noch nicht, warum sie die Körper da. Es gibt keinen Sinn. Das will mir einfach nicht einleuchten. Warum? Und wie? Leichen. Ich werde nicht schlau. Ist mal ganz ehrlich, ich werde daraus nicht schlau. Was geht gerade da vor sich? Ich muss da jetzt irgendwie hoch. Das heißt, ich brauche irgendwas, was entweder das Wasser reguliert. Oder. Okay. Okay.
Willkommen. What the fuck? Was bist du? Das sind ja alle so total entstellte Menschen. Das ist echt creepy gerade. Das ist, jetzt mal ganz ehrlich, das ist wirklich creepy. In total entstellt. Oh, mal gucken. Nee. Vielleicht direkt da drunter stellen und dann? Nee. Oh ja, kapiert. Ich weiß, wie ihr mir helfen könnt. Mädels, ich habe eine Idee. Kommt mal mit. Also, Dowitz. Grießkram, Grimassenschneider, Blindy, Bananengesicht, kopfloser Joe. Oh mein Gott, ey, ich habe so viele Namen für die, aber. Oh. Ach, die Kopfhörer bewegen sich ja immer noch. Es ist. Boah, nee. So. Ups und hops und. Chop. Nee, warte mal, die hat keinen Kopf, den Kopf hat sie schon, aber der ist am Arm. So was würde man irgendwie so einen Sechsjährigen so Play-Doh geben, ey. Okay, so, ich bin jetzt da. Oh Gott, ich weiß, was ich machen muss. So. Danke. Okay. Aber wie, warte mal, wie kann ich den überhaupt kontrollieren? Ich habe den Helm noch nicht mal an. Ich meine, wie kann ich kontrollieren? Oh. Nein! Klar, als wir von der Uschi nach unten gezogen wurden. Das komische Anstecknädelchen an unserem Brustkorb. Bam! Idioten. Hä? Haben die Zombies gesehen? Wäre ziemlich Spaß in die Wände, ne? Oh, klar. So. Ist jetzt nur eine Frage, wohin geht es? Geh mit. Und jetzt ihr dummen Zombies. Alle nacheinander. Ah, läuft doch. Alter, das ist so creepy, wie die einfach entstellt sind, im Grunde genommen. So. Gucken wir nochmal, was unten so ist. So, die vorhin gerannt sind. Mein Magen grummelt gerade so nebenbei, ey. Oh. Nach der Aufnahme muss ich was essen, Leute. Na. Sehr schön. Mitkommen, meine Armee. Wir übernehmen jetzt die Welt. Läuft schon wieder so einer darüber. Als wenn da irgendwas sein würde. Laufen wir etwas weg oder laufen wir etwas hin? Oder beides?
Muss ja irgendwas sein. Ich gucke nicht nach hinten. Lauf also nicht von etwas weg. Da muss es drin sein. Einzige ist die Logik dahinter. Es ist auch niemand mehr an seinem Arbeitsplatz. Es muss irgendwas gewesen sein und die müssen da ganz schnell hingegangen sein. Okay. Ich frage nicht weiter. Warum töten die mich nicht? Töten tun die mich gerade nicht. Irgendwas ist da. Kann. Und damit komme ich garantiert nämlich. Macht nicht den kleinen Jungen dann mit dem rollenden Beistelltürchen hier, ne? Okay. Kann ich was damit machen? Nein. Also die Lampe hier hoch? Ja. Creepy irgendwie. Verhaltenforschung oder so. Lol, das ist geil. Geiles Zeitenfeature. Die Glühbirne ist kaputt gegangen, nur weil ich gegen die Decke geschwungen bin. Das ist interessant. Was auch immer da ist. Alle davon so fasziniert. Ignoriert man den kleinen Jungen, der gerade jetzt irgendwie da rein versucht zu vorbeizuschleichen. Brumm. Blum die Blum. Muss da unten, ne? Ja. So. Warte mal. Oh, wie geil. Okay. Kann ich aufs Dach? Stimmt. Tatsache. Oh, oh Gott. Alles geplant, Leute. Alles geplant. Das ist interessant. Gleich, was es ist. Ups. Okay. Ah. Vielleicht so eine Art Dingens? Direkt gleich nach oben sein. Wir sehen uns das gleich an, Leute. Im nächsten Part.